Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, die Ferien sind vorbei, die Kinder sind wieder in der Schule und weiter geht's. So, also wir waren zuletzt am Bauen dort oben. Das werden wir auch noch weiter tun, nur heute noch nicht. Weil da werden wir noch ein bisschen Material brauchen. Ich bin schon fleißig am Pilzziegel brennen und Holz farmen und ja. Heute würde ich ganz gern bei der Mutterspinne mal reinschauen. Um einfach mal, ja, so einen Blick dafür zu bekommen, wie heftig die jetzt ist. Weil ihr habt ja schon mitbekommen, die lilanen Tierchen, die hier überall rumrennen, die machen schon bitterbösen Schaden. Und bei der Mutterspinne wird es nicht besser sein, weil die ist natürlich auch lila, ne? Also es sind ja jetzt alle Bosse hier drin lila. Das bedeutet, wir haben ein bisschen Heilung dabei, zwar nicht allzu viel. Wir haben unsere Marienkäferrüstung, ja, einen Snack und wie gesagt, ich gehe davon aus, wir werden vielleicht sterben, aber wir werden es uns mal angucken, was die so drauf hat. Wäre so mein heutiger Plan. Stopp. Wenn ihr schon seht, was so eine kleine Ameise aushält, ey. Und wir kommen wieder nicht hinterher. Ich glaube, ich spinne diese blöden Viecher. Ich hasse die Ameisen. Ja, bis zum letzten Schlag und dann rennen sie weg. So, okay. Wenn wir jetzt die andere Lila nochmal treffen, dann werden wir sie uns auch noch schnappen. Ansonsten rennen wir jetzt durch zur Hecke. Ja. Ich bin mal gespannt, was die Mutterspinne drauf hat. Wird wahrscheinlich nicht gerade ohne sein. Ja, unten in die Larvenhöhle müssen wir auch noch. Ja, wir haben hier wieder einiges zu tun. Aber in Zukunft wird, ich schätze mal so in zweieinhalb Wochen, wird Grounded auch nicht mehr täglich kommen. Da werden wir es, muss ich mal gucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber 2 bis 3 Mal pro Woche. Weil am, ich glaube, 12.09. Ich glaube, das war das richtige Datum. Geht Satisfactory in die 1.0. Und da gibt es so viele neue Spielereien und so geile Sachen. Das würde ich natürlich auch ganz gerne bringen. Das ist ja auch ein reines Sucht- und Bauspiel. Und da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Das heißt, da werden wir die Woche ein bisschen aufteilen, dass unter der Woche Grounded-Videos kommen und auch Satisfactory-Videos. So. Dann mal ab zur Mutterspinne. Hier, den haben wir schon. Da liegt noch ein Riegel. Ah, nehmen wir doch mit. Ansonsten Livestreams. Muss ich mal gucken, wann die wieder losgehen. Momentan kann ich sie nicht fest mittwochs und sonntags machen. Da jetzt Angel nicht mehr in der Elternzeit ist. Das heißt, sie ist jetzt wieder arbeiten und hat halt Schichtdienst. Und da bin ich entweder früh oder spät für den Kleinen zuständig. Somit kann ich momentan noch nicht fest sagen, wann ich welchen Stream mache. Das wird eher so ein bisschen spontan. Aber es wird auf jeden Fall wieder Livestreams geben. Also ich habe voll Bock darauf. Wird es auf jeden Fall geben. Okay, hier waren wir drin. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, 6 Wochen hier nichts gemacht. Ja, Punkte wollen wir keine. Wir wollen jetzt die Mutterspinne holen. Oder eher gesagt, die Mutterspinne will uns jetzt holen. Jetzt bin ich voll verwirrt. Nicht doof. Da ist mein Augenblick nicht im Spiel. Schon kriegt man es nicht mehr auf die Reihe, oder wie? So, hier waren wir auch schon. Oh. Kisten sind rot, hier liegt nichts mehr, hier waren wir auch schon. Und weiter geht's.
So, und dann bin ich noch gespannt in Kürze. Also ich denke mal so im Laufe diesen Monats nicht mehr, aber vielleicht sogar schon nächsten Monat könnte auch Aloft soweit sein. Da habe ich natürlich auch wieder Bock, das zu spielen. Die Demo war ja schon ultra geil. Deswegen, da wird jetzt einiges kommen demnächst. Müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, Grounded bleibt immer irgendwie irgendwo nebenher. So, wir müssen bei der nicht schnell sein. Wir brauchen auch keinen Feuerschutz und keine Gasresistenz. Wir brauchen Giftresistenz auf jeden Fall. Wir könnten ein bisschen rumschocken. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ansonsten würde ich es vielleicht so lassen. Ja, das brauchen wir nicht. Wir nehmen das Schwertmeister, weil ich habe das Katana eingesteckt, dass wir mit dem Katana drauf gehen. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal an. Ich habe keinen Plan, wie heftig die jetzt ist. Heilung ist parat. Wir machen aber... Ah, ich hätte nochmal ein anderes Amulett mitnehmen können. Was hat denn das? Dornen. Ja, dann machen wir den Kaugummi rein. Vielleicht kriegen wir dann eher den Schleim von der Spinne raus. Okay, durchatmen und... Wollen wir speichern? Ach komm, wir speichern. Dann haben wir es leichter. Falls wir sterben sollten, verlieren wir den Kram nicht. Dann muss ich nicht nochmal einen Spinnensnack craften. So. Ja, hauen wir einmal drauf. Wir können es auch mal mit der sauren Axt dann probieren. Aber erst gehen wir mal mit dem Schwertchen. Wie ihr sehen könnt, die ist auch lila. Jo. Jo. Ist auch so ein Gegensatz, die hat Feuer, mit dem sie angreift, aber Spinnchen mögen kein Feuer, ne? Mir schön Heilung im Auge behalten. Wow. Aber jetzt probieren wir mal was anderes. Ja, jetzt haben wir die kleinen Mistviecher natürlich hier rumrennen. Jetzt sollten wir wieder das Katana nehmen. Oh, guck mal, das gibt ein schönes Thumbnail. Ey, die haut gut rein. Die haut gut rein. Dafür, dass es mal mit einer der einfachsten Gegner war, haut die doch ganz gut rein. Ah, zu früh geploppt. Aber wir hauen doch auch gut rein. Oder auch nicht. Ah, wir ändern nochmal was. Aha. Die schockierende Zurückweisung war noch nicht einmal da. Das gefällt mir gar nicht. Die Mistviecher müssen weg, weil die hauen mir nebenher richtig böse Giftschaden rein. Die hat sie doch nicht all, Mensch. Aber wir haben sie gleich. Hoffe ich ja.
Boah, wir haben sie. Na, knapp 20 Heiltränke habe ich gebraucht. Also ihr seht schon, es ist nicht mal so ohne. Und wir haben den Schleim. Das ist sehr geil, weil jetzt können wir erstmal wieder die Mutation ändern, dass wir hier ein bisschen schneller unterwegs sind. Dann machen wir hier mal Beuteglück rein. Und wieder die Läuse latschen an. Jetzt habe ich aus dem Bildschirm getappt. So, nix wie heim. Und dann mal gucken, dann müssten wir nämlich den neuen Amboss herstellen können, mit dem wir dann die Waffen weiter hochleveln können. Was natürlich hier sehr, 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 sehr wichtig ist. Weil, wie gesagt, die Gegner sind nicht mehr so ohne. Ach, komm runter. Und da müssen wir uns natürlich auch waffenmäßig drauf vorbereiten. Haben wir wieder eine Feder? Die könnten wir eventuell... Was willst du jetzt? Die könnten wir eventuell nämlich dann auch mit verbauen. Ich habe schon so ein bisschen Plan für das Gebäude da oben. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir den Boden nochmal komplett überarbeiten. Weil ich bin mit dem Holzboden noch nicht zufrieden. Und ich habe mir da sowas überlegt, vielleicht mit Säulen zu arbeiten. Aber das kann ich euch dann auch nochmal erklären. Ach Katze, wenn du reinkommst, mach die Tür zu. Blöde Katze. So. Also erstmal nach Hause. Ja, die brauchen wir jetzt nicht zu killen. Wir könnten höchstens mal kurz in den Tetrapack reinschauen. Da könnte ein Zahn drin sein wahrscheinlich. Wenn wir Glück haben. Oder auch nicht. Sonst würde er mir an doch ganz da unten. Okay. Haben wir wieder ein Zähnchen. Ach, was bin ich froh, wenn die Hütte endlich weg ist und mir da oben endlich wohnen. Da dann auch schön Seilbahnen hin. Noch besser wären natürlich gleich Teleporter. Eieiei. Was wir auch gleich machen. Ich habe nämlich gerade gesehen, töte 5 Maden. Ey, selbst mit einem Schlag machen wir die Maden gar nicht mehr platt. Also es macht schon einiges aus. Deswegen so wirklich den Modus War braucht man hier drin nicht mehr. Man muss nur immer weiter spielen. Dann kriegt man sein War. Wir holen gerade mal die 5 Maden, weil dann können wir die Quest nämlich auch abgeben. Na, 2. Ein bisschen Madenschleim ist ja auch nicht verkehrt. Vier und da ist noch die 5. So, mit der Schippe platt gehauen. Sehr gut. Okay, dann haben wir die Quest nämlich auch. Ach komm, Attacke. Mir hat gestern oder vorgestern unter meinem Mutterspinnenvideo jemand geschrieben, dass er das Gefühl hat, dass die infizierte Wolfsspinne gefährlicher ist wie die infizierte Brutmutter. Da musste ich ein bisschen lachen.
Weil die infizierte Wolfsspinne, wüsste ich nicht, wo die ein Problem ist. Die Brutmutter, ja. Ich habe ein Holz gefunden. Sehr schön. So, dann bauen wir jetzt mal unseren Amboss. Und vielleicht gehen wir dann doch mal mit der Fliege rüber. Und dann zeige ich euch mal so grob, was ich vorhab. Weil wie gesagt, bauen wollen wir ja natürlich auch noch. Das nicht gerade wenig. Müssen wir das nicht auch analysieren? Ja doch. Müssen wir doch zum Burgel. Den Käse hängen wir auf. Haben wir jetzt nur ein Madenfleisch von allen Maden rausgekriegt? Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Naja gut. Ist halt so. So, dann auf zum Burgel. Es wird auch Zeit, dass wir die größeren Amulette mal finden. Das war keine Lila, ne? Das war hier der normale Nebel. So. Das heißt, erstmal wieder den Kram tauschen, weil die brauche ich überhaupt nicht. Der macht gar keinen Sinn. Aber wir brauchen mengenweise Schmuckgelee. So, dann mal hier reingucken. Gleich neue Quest. Infizierte Marienkäfer. Na, super. Bringen die uns was? Ja, maximale Ausdauer. Sehr gut. Und, das wollten wir analysieren, genau. Analysieren. So, zack, herstellen, da, hey, jetzt hat man wirklich eine lange Zeit nicht gespielt und schon sucht man wieder alles, oberster Schleif, Stein und höchste Panzerung, ja, prima, läuft ja, mir echt nichts da, Dann. Gleich richtig mitdenken von vornherein. Wir werden uns die jetzt duplizieren. Ist günstiger als die ganze Kacke zu suchen und jedes Mal. Ja, das macht keinen Sinn. Also, wir brauchen 5 und 5. Das heißt, den duplizieren wir uns einmal. Dass wir 6 haben. Und den duplizieren wir uns zweimal. Dass wir auch 6 Stück haben. So haben wir immer einen auf Lager, den wir uns eventuell wieder duplizieren könnten. Ist auf jeden Fall im Endeffekt günstiger ab der ersten Dimension. Also wenn ihr dann die Lilanen killt, kriegt ihr ja jedes Mal einen Haufen Punkte, wenn ihr euch das mal anschaut. Ich habe mittlerweile schon 82.000. Ist günstiger, als wenn ihr jetzt Nashornkäfer sammelt und Marienkäfer sammelt und was weiß ich was. Ist viel, viel, viel einfacher. So, jetzt machen wir Kiste kaputt, genau. Ach, wir haben sogar einen jeweils auf Lager. Ah, toll. Egal. Wir brauchen sie ja trotzdem. Wie, haben wir keine 5 gebraucht? Warte mal. Was haben wir da jetzt falsch gemacht? Oberster Schleifstein und höchste Panzerung. 5 Stück jeweils. Wo hatten der die 5 Stück jetzt hergeholt? Hier haben wir die 5 und hier haben wir die 5. Hä? Das war wohl jetzt ein Fehler. Na gut.
Also, wir können in der Aufmatzstation jetzt unsere Waffen ein bisschen aufmotzen. Das heißt, wenn wir hier mal reingehen, brauchen wir jetzt die Fusionskristalle. So, und wie bekommen wir Fusionskristalle? Indem wir... Das war hier... Die uns nämlich herstellen. Brauchen wir versetzter Schleim und Schmuckgelee. Können wir ja mal 4 Stück machen. Und die 4 Stück werden uns nicht reichen. Genau, wir brauchen 5. Also lagern wir die auch erstmal ein. So, dann haben wir noch Spinnenfang und Spinnengift. Ach, Spinnengift voll, okay. Dann machen wir die dahin. Und den Schleim bei den Tränken hin. Toast. Dünger und Snack. Brauchen wir eigentlich nicht. Schmeißen wir das Toast. Das Toast kann ja gar nicht schlecht werden, habe ich gerade gesehen. Wir schmeißen das hier beim Keks mit rein. In der nächsten Base machen wir ein bisschen anders Ordnung. Im Moment ist das hier drin ein bisschen wurscht egal. So, also ihr habt es gesehen, hochleveln können wir gerade noch nichts. Wir brauchen noch Fusionskristalle. Und da gibt es die Möglichkeit mit versetzten Schleim oder mit Mutterspinne versetzten Schleim. Oder je nachdem, es gibt ja von jedem Boss der versetzte Schleim. Wobei das ist eine blöde Möglichkeit. Also eher mit dem normalen versetzten und Schmuckgelee. Okay, dann hätten wir das auch. Zumindest haben wir schon mal unsere Aufmatzstation. Das ist schon mal viel, viel, viel wert. Das heißt, wir müssen jetzt sau viel Schmuckgelee farmen gehen. Ja. Aber ich hatte ja gesagt, wir gehen jetzt mal kurz, beziehungsweise fliegen mal. Na, das war blöd. Ich gehe durchs Fenster. Wir fliegen mal kurz darüber, weil ich würde euch ganz gerne mal zeigen, was ich bodentechnisch vorhab. So sparen wir uns jede Menge Holz und ich finde, der Boden sieht dann auch richtig klasse aus. Müssen halt erstmal ankommen. Also mein Plan wäre es, dass wir den äußeren Rand machen wir mit Holz. Und danach kommen wir einfach her. Jetzt muss ich gucken, ob das auch funktioniert. Nein. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Schlimm, 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 schlimm. Ah, cool, wir haben die Mutterspinne gekillt. So, in der nächsten Dimension wird es noch schwerer. Aber bis dahin müssen wir unsere Waffen ein bisschen gelevelt haben. Und natürlich Zähne gefunden haben, dass die Gesundheit und die Heilung hochgeht. So, jetzt zeige ich euch mal meinen Plan. Ja, nichts Falsches drücken. Mein Plan wäre es, und das muss ich erstmal ausprobieren, ob es auch wirklich funktioniert. Wir nehmen die Säulen, ja, und setzen die einmal. Warte mal, wir können die ja hier anklippen. Ja. So ein bisschen wie ein Schachmuster würde ich die anordnen. Und dann nehmen wir, wenn nicht, sogar die kleinen Tondinger. Und setzen die hier rein. Dann hat man wie so ein kleines Schachmuster. Und kann natürlich auch hier normal drüber laufen. So, vom Platz her nach unten sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht kriegen wir ja wirklich noch ein Lager dann hier drunter. Aber das wäre so meine Überlegung. Dass wir uns damit den Boden machen. Weil so brauchen wir nur Ton und Pilzziegel. Und das wäre, glaube ich, eine richtig coole Sache.
können ja mal 2-3 Stück hinmachen, um mal zu schauen, wie es aussehen könnte oder wird. So, ein frei. Ein frei. Ein frei. Dann käme der nächste dahin. So, nehmen wir die. Das ist schon so ein bisschen Mosaik. Und da könnt ihr euch auch freien Lauf lassen. Ob ihr da Bildchen draus macht oder was auch immer. So ist halt einiges möglich. Ihr könnt auch die anderen Säulen nehmen. Sehen halt ein bisschen komisch dann aus, weil die rund sind. Holzsäulen würde ich jetzt zum Beispiel keine nehmen. Ja, das ist jetzt... Ja, da. Wäre halt mal was ganz anderes. Ich habe lange überlegt, ob wir herkommen, machen Klettenboden oder machen, was weiß ich, für einen Boden. Das wäre jetzt mal was ganz anderes. Und ich finde, so schlecht sieht es gar nicht mal aus. Ja? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir können auch nochmal versuchen, ein anderes Muster zu legen. Vielleicht mit den grauen Steinchen. Ansonsten gibt es ja noch andere Säulen. Können wir auch gerade mal testen, aber das wird, glaube ich, nichts, weil dann haben wir hier so runde Teller. Ich glaube, das sieht dann bodenmäßig nicht so schön aus. Ja, das sieht ja noch schrecklicher aus. Ja. Nee, die Variation ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und zum Rand hin natürlich ein Holzboden, weil ihr könnt ja die nicht an Pilzwände setzen. Oder man macht abschließend eine komplette weiße Reihe rundherum. Wäre halt auch eine Möglichkeit. Wie würde das denn aussehen? Ja. Angenommen, wir machen die weiß. So. Zack. Dann kommt hier der wieder hin. Und der da wieder hin. Ne? Da, da. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Einfach eine weiße Einfassung. Na, ich überlasse es euch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn nicht, bauen wir das Ganze hier wieder rückwärts, wieder weg. Beziehungsweise, man könnte aber auch... jetzt habe ich so viele Seile da überall. Was rein theoretisch auch gehen würde, ist, wenn wir den... Warum halten die da nicht? Man könnte auch den inneren Rand rot machen. Nur den äußeren kann ich halt nicht rot machen. Oder wir machen den nicht rot, wir machen den... Komisch, ne? Jetzt kann ich es wegmachen, ohne dass es runterfällt. Wir hätten noch die Variation, dass wir den inneren Rand so machen. Oder halt ganz weiß. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann werden wir mal gucken, was wir draus machen können. Aber ich denke, irgendwas wird sich da finden. Und dann würde ich die innere Fläche auf jeden Fall in dem Muster machen. Oder vielleicht irgendein Muster gelegt, ein schönes.
Ah, ey, bei dem Häuschen hier, Kopfzerbrechen bis zum geht nicht mehr. Weil es soll halt wirklich ordentlich werden und schön werden, weil wir haben hier noch 9 Dimensionen vor uns. Das heißt, wir werden viel Zeit hier in dem Häuschen verbringen. Also ihr könnt ja mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Mal gucken, was bei euch so für Ideen auftauchen. Vielleicht werden wir dann das ein oder andere dann übernehmen. Gut, aber dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Kennt ihr das Spielchen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.